Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Ja, was war da denn los in der letzten Folge? Da hat mich doch diese dämliche Tormechanik total in den den Wahnsinn getrieben. Wir müssen vorsichtig sein, sobald. Ich höre sie. Haltet das Vieh fest! Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Mach doch mal langsam und vorsichtig und. Da! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Na klar. Irgendwo. Ich hoffe, Natti hält sich aus Ärger raus. Das war jetzt aber schon so ein bisschen. Kennst du diesen Hippogreif unter dieser Blick so, hä? Na klar, jeder kennt doch den Hippogreif, hör mal. Oder so, als wenn es halt irgendwie was super Geheimes wäre. Hm, naja. Revelio. Jetzt sollten wir mal aufpassen, dass hier nicht. Ah, da oben schleichen nämlich Leute rum. Kann ich das da runterschubsen? Ja. Habe ich doch richtig gesehen. Wingardium Leviosa. Ja, den Trick kennen wir jetzt ja auch schon. Nicht gerade der sicherste Ort. Da. Ich wollte gerade nach oben. Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Begrenikus Totalus. Zack, weg. So, hier ist er rausgekommen, aber wir sollten uns natürlich in aller Ruhe umsehen. Ah, hier gibt es Sachen einzusammeln. Aufpassen, dass wir nicht so viel Lärm machen, sonst geben wir ja hier unseren Standortpreis. Schauen wir mal, dass wir uns hier so ein bisschen unbemerkt durchschleichen können. Und die sind natürlich alle sehr schön abgelenkt, stehen einfach mit dem Rücken zu einem. Und das haben die nicht gehört. Ein Spurensucher. Oh. Revelio. Wie können wir denn das jetzt mal? Können wir? Vielleicht sollte ich nachsehen. Ja, genau. Geh doch mal nachgucken. Und die haben immer noch nichts mitgekriegt. Wundervoll. So. Abgegriffene Quidditch-Uniform. Brauchen wir nicht unbedingt. Alohomora. Zack. Das geknackt. Revelio.
Nichts mehr zu sehen hier. Ach, hätte ich hier gar nicht reingemusst. War sozusagen optional. Mal ein bisschen was abgreifen. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Ah, Stufe 2, na gut. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ah, der Marker sagt nach oben. Dann gehen wir natürlich woanders lang. Revelio. Bringt mir auch einfach gar nichts, dass ich hier jetzt hochgegangen bin, hä? Schade. Hätte ja wenigstens irgendwie was Spannendes hier sein können. Hm. Ja, geh schon. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen erschrocken. Scheiße, kann man sich auch nachträglich noch unsichtbar machen? Vingadium Leviosa. Ich glaube, der hat gerade ein bisschen Probleme da oben. Dieser Kaukohl ist sehr mächtig. Hallo, Homura. Aber wie unnötig habe ich mich gerade erschrocken, Mensch. Halt, da war es doch schon. Versuchen wir es mal weiter mit unsichtbar und unauffällig. Oh nein, Deke hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Was heißt denn jetzt retten? Müssen wir die... Soll ich die jetzt einsacken? Halt Knuddelmuffs und Niffler habe ich halt schon. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig für mich. Aber wir können die natürlich mal eben genau. Und dann noch den dazu. Naja, eigentlich können die jetzt ja eh gerade nicht weg. Hier. Das glaubt Professor Howen nie. Revelio. Ist hier sonst noch was? Nee, gut. Dann machen wir uns erstmal wieder... unsichtbar. Ich hätte jetzt gedacht, dass mit dem Hut da irgendwie was ist, aber nee, gut.
Wieso hat das nicht geklappt? Recht laut, aber... Na, wenn das mal kein cooler Schatz ist. Oh. Merke das nächste Mal, wenn wir auf eine Quest gehen, müssen wir dringend vorher verkaufen. Wo habe ich die denn her? Ist auf jeden Fall besser. Und wunderhübsch. Ja, genau so möchte ich bitte rumlaufen. Ah, leider keine grünen Sachen mehr hier. Oh, Mann. Jetzt müssen wir noch anfangen, blaue Sachen hier wegzuschmeißen, was? Na gut. Totschick. Ich denke, wir bleiben eher dabei. Und den Hut werden wir mal verstecken. So, was haben wir hier noch? Schmeißen wir mal die Schals weg. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz zum Einsammeln. So, Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Ja gut, jetzt haben wir ihr Hab und Gut in Form von einem Gegenstand an uns gerissen. Was soll's? Schleichen wir mal weiter. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm schon. Hallo, Homo. Ja, aber sie muss doch jetzt erstmal Respekt und so verbeugen. Zu spät. Deko! Hallo? Haben die gerade ernsthaft versucht, uns zu töten? Nice! Voll gut. Wir haben einen Greif. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Die rein zufällig gerade dann stattfindet, wenn wir hier lang fliegen. Na sowas. Schut. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Kann sein. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich, oder?
super abgefahren, bis auf die Lücke, dass der Hippogreif jetzt sie einfach so akzeptiert hat. Wie aufregend! Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesflug belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Okay. Wolkenschwing ist ein Gegenstand. Ja, sau cool. Caligo. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Ja, das klingt doch Sie so, als wenn wir... Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Mensch, Mensch, da haben wir ja richtig was zu tun und richtig was erlebt jetzt gerade. Und wie stark ist das bitte schön, dass wir jetzt einen Hippogreif haben? Wie geil der sich so bewegt, so trapp, 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 trapp. Also das ist richtig, ist halt auch super geil animiert so, ne? Also von der Bewegung her. Das ist schon cool. Okay, über das Werkzeugrad. Jetzt haben wir Wolkenschwinge in unserer Tasche, also, okay. Ist ja abgefahren. Okay, langsam. Na also. Stark. Ah, das dürfte wahrscheinlich der aus der Vorbestellung sein. Nehme ich mal an. Auch cool. Los! Zeit für etwas mehr Tempo! Stark. Kann ich mit dem eigentlich auch Ballons zerplatzen? Nee, verfehlt.
Ja, stark. Wir haben also einen Hippogreif freigeschaltet. Mega. Schockt richtig. Macht Spaß damit zu fliegen, tatsächlich. Auch die Bewegung von diesem Ding. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Oh oh. Flieh! Also dieser Bewegungsablauf ist ja wirklich cool. Okay, langsam. Na also. Sau cool. Okay, da wurde mir doch gerade hier noch was angezeigt. War das so ein Ort? Ah, eine Karte. Eine Seite. Revelio. Da. Mordlab-Tentakeln. Hm, gut. Wundervoll. Schön. Stark. Ich weiß nicht, ob ich den Besen jetzt ganz entsagen werde. Aber das ist schon eine coole Angelegenheit. Ja. Ich würde sagen, das sollte erstmal an Aufregung für eine Folge genügen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.